Ich begrüße ganz herzlich bei mir im Studio Ron Prosor, den Botschafter Israels hier in Deutschland. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ich freue mich, hier zu sein. Danke. Die westlichen Staaten, die warnen ja vor einer Eskalation durch einen Vergeltungsschlag Israels. Gerade auch eben von Annalena Baerbock noch mal gehört. Glauben Sie denn, das fließt in die Beratungen des israelischen Kriegskabinetts ein? Erstmal in der Sprachregelung. Vergeltungsschlag? Nein. Israel hat die Pflicht und das Recht, sich selbst zu verteidigen. Es muss klar sein, dass diejenigen, die Israel angreifen, auch den Preis dafür bezahlen. Also in dieser Hinsicht ist es klar, dass wir nicht als normal bekommen können, dass diese Mullah- und Ayatollah-Regime Israel mit über 300 Raketen angegriffen hat. Dazu werden Folgen. Welche Folgen, welche Reaktionen seitens Israel könnten Sie sich vorstellen? Also welche Ziele kämen da in Frage? Also erstmals ist es klar, dass Israel nicht Zivilisten zielt, im Gegensatz zu was diese Mullah- und Ayatollah-Regime gemacht hat. Mit 300 Raketen vom Norden des Staates Israel, Jerusalem und auch im Süden. Also wir werden gegen diese militärischen Einrichtungen von den Mullahs und den Ayatollahs. Und man muss wirklich sagen, dass wir das nicht als normal bekommen können. Diese Abnormalität, dass man Krieg gegen Israel führt, Israel angreift, ohne dass wir darauf wirklich reagieren. Wir müssen darauf reagieren. Es ist auch wichtig für die Region, dass diese Abschreckung auch in dieser Region ganz klar ist. In diesem Zusammenhang, wie bewerten Sie denn die Aussagen von Annalena Baerbock eben? Sie appelliert an Israel, nicht zu eskalieren. Es wird davon ausgegangen, dass sie nach Israel reisen will, um Israel von einer Reaktion abzuhalten. Und sie will das möglicherweise verhindern. Wie bewerten Sie solche Aussagen, solche Verhaltensweisen von Frau Baerbock? Erstmal hören wir zu unseren Freunden, also Vereinigten Staaten, Großbritannien, Deutschland. Aber ich möchte in Erinnerung rufen, also dass Iran gegen Israel ohne Provokation jetzt über 300 Raketen geschossen hat, um alles zu tun, wirklich um israelische Zivilisten zu töten. Mhm. Und wir müssen darauf reagieren. Und das heißt nicht Eskalation. Im Gegenteil, das ist klare Kante zu zeigen und Frau Baerbock und Europa muss gegen diese revolutionäre Garde also Sanktionen machen und diese Mullah- und Ayatollah-Regime wirklich angehen, nicht nur sprechen. Man muss vorgehen, damit dieses Regime auch in dieser Region nicht so weitermacht. Es gibt ja schon Sanktionen von Deutschland, von der EU, teils sehr heftige Sanktionen. Also was muss da noch folgen? Was ist da noch im Gespräch? Was könnte mehr Druck noch auf die Mullahs ausüben? Also Sanktionen gegen die revolutionäre Garde gibt es noch nicht. Das muss man tun. Und man muss auch zusammenhalten und klare Kante zeigen. Liebe Leute, so kann man nicht weitergehen. Und diese Mullah- und Ayatollah-Regime, das ist wie ein Oktopus mit Tentakel. Mhm. Das heißt, diese Tentakel in Syrien, in Lebanon, da sind wir also, und Hamas und Hezbollah, und jetzt, der Kopf liegt in Teheran. Diese Eindämmung gegenüber diesem Mullah- und Ayatollah-Regime funktioniert nicht. Und Europa und alle demokratischen Staaten, Israel steht hier in der ersten Reihe. Und wir müssen diese Mullah- und Ayatollah-Regime, mit denen kann man also nichts Vernünftiges antun. Wir müssen ganz klar reagieren und also, dass sie diesen Preis auch bezahlen, dass sie uns angegriffen haben. Das Verhältnis zwischen Joe Biden und Benjamin Netanyahu, das galt ja in den vergangenen Wochen, in der vergangenen Zeit wirklich als komplett zerrüttet angesichts Israels Vorgehen in Gaza, das eben in den USA für heftige Kritik sorgt. Und so absurd das klingen mag, jetzt scheint man sich da wieder anzunähern. Jetzt hat man wieder miteinander telefoniert. Biden hat auch gesagt, natürlich stehen wir an der Seite Israels. Schweißt dieser iranische Angriff die USA und Israel wieder zusammen nach diesen kalten Zeiten, nach dieser Eiszeit der vergangenen Wochen? Erstmals sind die Vereinigten Staaten und Biden also die besten Freunde, das Israel haben kann.
zwischen Freunden gibt es auch Meinungsverschiedenheiten. Teilweise auch heftige Beleidigungen. Heftige Meinungsunterschiede. Also Sie kennen unsere Streitkultur. Wir sind daran in Israel sehr gewöhnt. Aber es ist ganz klar, dass die Vereinigten Staaten und Biden klare Kante gegenüber Iran gezeigt hat. Und wir werden zusammen daran arbeiten, dass diese Gefahr von Iran zu uns alle, es ist nicht nur Israel, es ist Jordanien, Saudi-Arabien, die Emiraten, Iran, diese Mullah- und Ayatollah-Regime, wir müssen dagegen zusammenarbeiten. Und nur wenn wir das tun, haben wir eine Chance in der Zukunft, wirklich etwas, also in dieser Region auch in Richtung Frieden zu gehen. Weil Sie gerade die auch arabische Staaten und auch die Emirate ansprechen, Saudi-Arabien. Was ist da passiert nach dem Angriff oder auch schon während dem Angriff? Wo, von wem, von welcher Seite gab es so etwas wie Solidarität gegenüber Israel, jetzt wenn wir die arabischen Staaten anschauen? Also ich sehe keine Solidarität gegenüber. Nicht Solidarität, aber zumindest keine Solidarität mit dem Iran. Ja, es ist ein Verständnis bei den also pragmatischen sunnitischen Staaten, dass Iran eigentlich ein Terrorregime ist. Ich rufe ins Erinnerung, dass die Saudis mit Raketenölfeldern so angegriffen haben, dass sie in Lebanon und Syrien und wirklich, also sie bedrohen die ganze Region. Und es ist auch, wenn man das sieht, dann versteht man, dass wir hier zwei verschiedene, also Israel, Vereinigten Staaten, Europa gegenüber jetzt Iran, Russland, China und anderen. Und wir müssen zusammenhalten, wenn wir wirklich etwas hier im Nahen Osten erzielen können. Und aus unserer Seite ist es klar, dass wir reagieren werden, das muss klar sein. Und wir werden auch reagieren, nicht also direkt gegen militärische Einrichtungen. Wir haben kein Problem mit Zivilisten, das haben wir nie in der Vergangenheit. Das werden wir auch nie in der Zukunft tun. Aber Reaktion wird sein. Wann, wo und wie, das wird unser Kriegskabinett entscheiden. Deutliche Worte vom israelischen Botschafter hier in Deutschland, Ron Prosor. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und die Einschätzungen. Dankeschön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke Ihnen. Danke. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.